Ahoi, willkommen bei Entlang Shitty Speedpaint. Ich hoffe, ihr macht noch irgendwas nebenbei, um die Zeit zu vertrödeln, sei es Haushalt oder Zeichnen oder Lesen oder Zocken, auch wenn dann mein Video lauter sein müsste als das Spiel. Aber egal, tut, was euch glücklich macht.
Wie vermutlich schon ein paar wissen, gehöre ich eigentlich mit in die Gastrobranche. Und derzeit sind wir ja mit am meisten am Arsch, was Öffnungen belangt. Ich meine, das letzte Mal wurden wir gar nicht mal irgendwie erwähnt. Aber okay, danke. Und ich bin echt gespannt, wie lange sie uns noch zuhalten wollen, weil lange schaffen es einfach die Betriebe nicht mehr. Ich meine, die Kosten laufen für den Arbeitgeber weiter, sei es einfach nur Miete oder andere Scheiß. Aber gut, ich hoffe, mein Betrieb überlebt das und auch wenigstens der Großteil der anderen. Aber wenn es nochmal verlängert wird, jetzt nach Mai, sehe ich schwarz für einen Teil. Hey, bestimmt lässt sich die Regierung was Schönes einfallen. Aber gut, da ich ja jetzt so viel Freizeit habe, widme ich mich derzeit aktiver dem Digitalen, weil ich brauche dafür Zeit und Nerven, denn ich bin charakterlich eine Oma, aber volle Möhre. Ich hasse grundsätzlich Technik. Ich kann das Nötigste, was man heutzutage können muss, aber je digitaler es wird, desto schlimmer wird es. Und daher ist halt auch da mit dem Tabletzeichen für mich einfach deutlich anstrengender, als wenn ich mir Stift und Papier schnappe. Aber gerade für Character Sheets ist es einfach praktischer. Sei es zum Updaten oder auch nachträglich etwas ergänzen und so weiter. Von daher, ja, lässt sich mit leben.
Ich dachte mir einfach mal, es wäre lustig, zwischendrin mal die Außenperspektive zu zeigen, wie in dem Fall ich am Tablet sitze. Und ja, ich bin wunderschön wie ein bunter Schmetterling. Also, ich scheiß drauf. Es geht halt vor allen Dingen, man kann also sich um Hobby drehen und nicht, wie ich mich ausstyle, weil ich dafür einfach zu faul bin, Alter. Ich meine, ich habe allein gestern, habe ich mich mit einer Freundin mal getroffen, nachdem ich mich 4 Wochen abgeschottet habe, beziehungsweise halt nur zum Einkaufen rausgegangen bin. Wirklich halt maximal einmal in der Woche. Und dann habe ich halt einfach mal meine Haare mehrfach geflochten. Und das sieht auch besser aus als dieser komische Dutt da, aber das ist halt meine Ausnahme. Ansonsten habe ich eigentlich immer nur normalen Pferdeschwanz hochgekämmt, einen geflochtenen, zwei geflochtenen oder Dutt. Halt. Insbesondere wegen Arbeit. Das ist einfach am praktischsten. Dass da keine Haare runterfliegen, dass alles gebündelt ist und dass nicht mein Nacken vollgesifft wird vom Schweiß, weil da Haare liegen. Ich verstehe diese Menschen nicht, die 24/7 mit offenen Haaren rumrennen. Alter, ich krieg noch 5 Sekunden und extrem Rappel.
Ich möchte hierbei bitte kurz anmerken, es würde mich freuen, wenn ihr meine Social Media Seiten watchen würdet. Insbesondere halt Facebook und Instagram, wobei ich sagen muss, dass ich gerade ein bisschen inaktiv bin bei Instagram, weil ich immer zu voll bin. Nachdem ich das Zeug bei Facebook gepostet habe, weil ich an meinem Computer arbeite, mit dem Tab, dann müsste ich das erst wieder auf mein Handy runterspeichern und das dann in dieser Shitty-Quali da auf Instagram posten und ja, ich bin nicht so der Fan davon. Deswegen ist es da gerade ruhiger. Aber ansonsten, wenn ich wieder mit Papier um mich rumschmeiße, bin ich am meisten auf Instagram aktiv. Aber es wäre schön, wenn ihr, wie gesagt, Facebook und Instagram angucken könntet. Und wenn ihr mir da schon zufälligerweise folgt, wisst ihr ja, dass ich gefühlt 1 Million Charaktere habe und da und welche dazukommen, weil ich. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist. Jeder muss immer besonders sein, keiner darf auch nur ansatzweise dasselbe tragen, weswegen ich mir das Ganze einfach 5-mal schwerer mache, als es ist. Und eigentlich arbeite ich mir immer gegen Klischees. Also sei es einfach das Farbschema, was man mit bestimmten Sachen verknüpft, oder Charakteristiken, weil ich sagen muss, dass mir Allgemeinheit, niedliche Charaktere, ich brauche meine Laune dafür. Ich kann das nicht 24/7, das ist langweilig. Ich liebe meine Großmäuler und meine Mannsweiber. Aber Finny, muss ich sagen, habe ich mal wirklich vorrangig ihr als neben den Fuchs im Designaspekt nach vorne gerückt. Wie ihr sehen könnt an den Haaren und an den offensichtlichen Schweif, der so schön flauschig ist. Und die Öhrchen. Okay, das ist ihr so eine extreme Zwiebelschicht. Irgendwas an Kleidung gegeben habe, war einfach Zufall, aber ich dachte mir so, warum nicht? Ja, es wird anstrengend, aber ich nehme dieses Zwiebel-Style, sag ich jetzt mal. Also wenn du wie bei einer Zwiebel immer Schicht auf Schicht und Schicht und Schicht. Ich liebe das. So designe ich einfach am liebsten, aber sie ist schon echt ein Extremfall an den Details. Aber sie ist so, glaube ich, süß. Sie ist so naiv und lebensfroh und neugierig. Sie ist so der niedliche Charakter, der mir echt am meisten Spaß macht. Und ich bin mal gespannt, wann ich jemanden im RP finde, wo ich ihre Stressempfindlichkeit schön darstellen kann, wo sie dann einfach mal austickt, weil wieder die Kombination von dem alten Ich als Tier, was natürlich als aus Instinkt und und Lebenserhaltungsgründen getötet hat, jetzt in Konfrontation ist mit dem menschlichen Gewissen. Das will ich mit ihr noch verkörpern, aber ich brauche noch irgendjemanden, wo ich das so schön ausleben kann. Ich will das nicht random irgendwo werfen. Es soll eine Story werden, die wenigstens der MP-Partner mitbekommt. Thank you.
Yeah.
「教えてくれたのかも」